Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, es ist schon wieder passiert. Ich war schon wieder bei DM, bei Rossmann und hey, ich war auch sogar bei Müller. Und ich habe manchmal das Gefühl, als würde ich in den Drogerien mittlerweile leben. Ich bin ständig dort, ich bin ständig auf der Suche nach Neuheiten, nach coolen Produkten, die ich mit euch zusammen testen kann. Und wenn du wissen möchtest, was jetzt jüngst bei mir eingezogen ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr habt sicherlich schon allerhand dieser Produkte auch in Content von mir gesehen, denn dafür gehe ich meistens einkaufen. Natürlich interessieren mich auch generelle Neuheiten oder wir mussten halt auch ganz klassisch, ich fange jetzt auch mit DM an, einfach so Spülmaschinentabs nachhaben. Da hole ich mir gerne die von Denk mit, diese Geschirrreiniger, ne? Die sind halt einfach auch relativ entspannt hier so drin, dass das halt auch nicht viel Luft und so, also nicht viel Verpackungsmaterial hat und so. Die mögen wir. Die machen unser Geschirr sauber, das funktioniert ganz gut und ja, deswegen kommen die halt irgendwie gefühlt immer mit. Genauso wie auch Kaffee, ne? Also da haben wir am liebsten diese Espresso-Ganze-Bohne von DM Bio. Die schmeckt einfach richtig gut. Also immer wieder der Tipp von meiner Warte aus, egal ob jetzt ganze Bohne oder ob ihr auch gemahlenen Kaffee nehmt, wenn ihr so ein bisschen Probleme zum Beispiel mit dem Magen habt oder so und halt auch manche Sachen nicht so vertragt, dann verwendet, wenn ihr viel Kaffee trinkt oder generell Kaffee trinkt, mal Espresso-Bohnen. Die sind nämlich, ich glaube, nur ein bisschen mehr geröstet und dementsprechend sind da, ich glaube, die Bitterstoffe oder so nicht so, oder die sind da mehr drin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind Espresso-Bohnen sind viel bekömmlicher und ja, genau, kann ich euch immer wieder empfehlen. Der hier schmeckt uns mitunter am besten. Der uns auch sehr, sehr gut schmeckt, ist der von Aldi tatsächlich. Genau, aber diese ganz klassischen Jakobs-Dröhnung, sage ich immer ganz freundlich, und Co. sind jetzt nicht so unbedingt unser Vibe. Ne? Das mögen wir nicht so gerne. Gut, so, dann fange ich jetzt mal an mit allerhand Eigenmarken-Neuheiten, die ich hier auch gefunden habe. Das fand ich einfach interessant. Ein Fußpuder, desodorierend und feuchtigkeitsbindend. Genau, also sowas kennt man ja zum Beispiel auch als Babypuder. Und da habe ich mir einfach vorgestellt, okay, wenn ich jetzt im Sommer, das habe ich tatsächlich manchmal, so ein bisschen schwitzige Füße habe, ist es manchmal ganz unangenehm, auch so in Sneakern drin oder so, da könnte sowas ganz gut kommen. Und so ein klassisches Fußdeo finde ich auch nicht immer so gut, weil manchmal ist es dann zusätzlich nass. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren. Gibt es jetzt neu von Balea. Jedenfalls stand das in so einem speziellen Aufsteller. Ne? Und das finde ich interessant. Auch für die Füße. Also da gab es so einen ganzen Fußaufsteller. Ganz abgefahren. Step into Paradise, eine Fußbutter. Die wird jetzt auch sehr bald schon in Anwendung kommen für intensive Pflege. Hier sind 150 Milliliter drin, was ich eigentlich ganz gut finde. Ne? Ich habe natürlich nicht irgendwo dran riechen können, weil ich bin jetzt nicht so diejenige, die dann halt so die Verpackung aufmacht oder so. Oder halt, keine Ahnung, an einem Deo, an einem Duschgel oder so riecht. Ich verlasse mich dann immer auf das, was halt quasi draußen dran steht. Riecht sehr tropisch. Ja, kann man definitiv im Sommer auf den Füßen haben. Kann man ganzjährig auch auf den Füßen haben. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das dann letztendlich auch funktioniert bei mir. Dann habe ich eine Blooming Paradise Limited Edition gefunden. Da habe ich mir mitgenommen die Wet Skin Body Lotion mit Hibiskusextrakt. Auch für nasse Haut geeignet. Ja, ich habe mir jetzt einfach gedacht, okay, also wenn ich aus der Dusche komme, ist es so, dass ich mich meistens schon so ein bisschen abtrockne und so. Aber dann kommt relativ schnell auch die Bodylotion drauf. Ist mir jetzt eigentlich relativ pell, ob jetzt auf nasser oder trockene Haut. Aber ich fand es eigentlich ganz ansprechend. Rieche ich jetzt so nichts raus im ersten Moment? Kann ich mal ein bisschen was rausnehmen und schnüffeln? Ja, ganz dezent, ne? Also das ist jetzt kein super intensiver Duft oder so. Oh, meine Hände brauchen auch ein bisschen Pflege. Warum eigentlich nicht, ne? Ja, also leicht blumig. Ich glaube, da riechst du nicht viel von, wenn du es dann wirklich verwendest. Etwas, was ich total interessant fand, war dieser Aftershave-Balsam Intim, parfümfrei. Es gibt so viele Aftershave-Balsame, die es dort gibt, ne, die dort im DM stehen. Achtet nicht darauf, dass da irgendwas mit sensibel oder sowas draufsteht. Guckt hinten auf die Inhaltsstoffe. Wenn da irgendwas mit Alkohol, mit Parfüm oder sowas ist, kann es sein, dass es bei euch untenrum, ne, vielleicht nicht ganz so nice ist. Und hier ist nämlich kein Alkohol drin, was ich ganz nice finde. Und halt auch Milchsäure, Aloe Vera, Pfirsichblütenextrakt, das hörte sich erstmal echt gut an. Das wird jetzt mal ausprobiert. Eigentlich bin ich ein absoluter Fan von den Sachen von Dalton. Da habe ich ja die Sensitive Care Cream Medium und Cream Rich. Oh, das ist schon eingezogen.
umfunktioniert, ne, und da quasi dann für mein Unterstübchen. Aber vielleicht kann die Drogerie da sogar mittlerweile mithalten. Man weiß es nicht. Genauso habe ich mir gedacht, okay, ich habe hier von der Natural Beauty Reihe mir dieses reichhaltige Ölpeeling mitgenommen, mit Biomandelöl und totem Meersalz für ein zartes Hautgefühl. Weiß ich nicht. Also das ist halt immer bei diesen Balea Peelings so die Sache. Oft peelen die mir nicht genug. Jetzt ist es natürlich super flüssig, weil das hier jetzt in der Wärme steht, ne? Aber ja, ich muss mal gucken. Ich werde es ausprobieren. Ich werde euch dazu dann auch was im Aufgebraucht-Video oder im Flop-Video sagen können, je nachdem, ne, wie es halt so hinhaut. Den brauchte ich auf jeden Fall wieder, auch wenn ich jetzt noch meine Manicure-Nails drauf habe. Aber ab und zu verwende ich ja schon noch ganz gerne dann normalen Nagellack von Ebelin, der Express-Nagellack-Entferner. Ja gut, das mit dem weißen Blütenduft, ne, das riechst du nicht wirklich. Aber ich finde es ganz schön, doch. Also die sind ganz praktisch. Du hast hier oben halt so ein Schwämmchen drin. Da kannst du dann einfach deinen Finger reinstecken und dann geht relativ zackig dann auch der Nagellack ab. Finde ich eigentlich schöner, als es auf die Pads oder so zu geben, ne? Deswegen. Das hier kommt jetzt auf jeden Fall mit runter, denn meins, was ich jetzt gestern aufgebraucht habe, ist aufgebraucht. Von Balea Kopfhaut-Sensitive Pflegeserum mit 5% Panthenol. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das ist auch wohl parfümfrei und ich gebe mir gerne solche Serien hier auf die Kopfhaut, einfach weil meine, das ist halt alles, es ist wie es ist bei mir, ne? Meine Haut ist generell sehr sensibel und sie ist auch manchmal einfach sehr wild und sie ist es halt auch gerne an der Kopfhaut und dann nehme ich mir gerne Produkte, um das Ganze etwas zu beruhigen. Und das, was ich jetzt letztens aufgebraucht habe, aus dem Trashy genommen hatte von Typology, hat ganz gut geholfen. Hier bin ich ja mal gespannt drauf. Wenn das was ist, dann freue ich mir echt ein zweites Loch im Po, muss ich wirklich sagen. Mit Panthenol und weißem Teeextrakt, ne? Schauen wir mal. Sodele nämlich. Dann habe ich auch was gefunden, auch in dieser Limited Edition. Bloomy Paradise Anti-Wundreibstick mit Hibiskus und Kokosöl. Ja, ich weiß, es ist jetzt noch nicht so super warm, aber vielleicht kommt es ja irgendwie demnächst mal und dann kann ich sowas gut gebrauchen. Ich trage ja normalerweise mittlerweile unter meinen Kleidern und Röcken immer diese Radlerhosen von Halara, dass ich die dann einfach auch woanders mit runterziehe. Aber manchmal, wenn es halt richtig warm ist, möchte man das nicht unbedingt. Und dann kommen solche Wundreibsticks eigentlich ganz gut. Das sind ja eigentlich solche Silikonsticks mehr oder weniger, oder? Ich weiß nicht, was da genau so drin ist. Das mache ich mir dann an die Oberschenkelinnenseiten oder als ich schwanger war, halt unter die Hupis oder so. Und wo halt Haut auf Haut kommt, kannst du dir auch super hier so unter den Armen machen, wenn du da immer so ratscht oder so, ne? Keine Ahnung. Und ja, das ist dann halt so ein bisschen dafür da, dass du da nicht irgendwelche Hitzepickel oder sonst irgendwas bekommst. Finde ich ganz schön. Ne? Dann machen wir jetzt noch ein bisschen. Nö, jetzt, oder? Doch. Ich habe eine komplette Pflegereihe geplant in meinem Kopf für Balea. Ich habe das ja auch schon für Isana mir geholt und habe ja auch schon viele andere Marken durchgenommen in dem Sinne und da wollte ich dann natürlich auch gerne den Drogerie-Eigenmarken mal eine Chance geben, ne? Und ja, da habe ich einfach gut und lange recherchiert und geguckt, was könnte da vielleicht auch richtig gut bei mir funktionieren, denn ich möchte jetzt nicht irgendwie blind nur die Topseller oder so kaufen und habe mir dann diese Produkte hier dann gekauft. Das ist einmal von Balea Med, das Ultra Sensitive Reinigungsschaumprodukt, fand ich sehr, sehr gut. Ich hatte das auch schon mal da, mag ich richtig, 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 richtig gerne. Kann ich auch wirklich empfehlen als zweiten Schritt vom Double Cleansing oder wenn man halt morgens sein Gesicht reinigt, ne? Für sensible Haut eigentlich auch echt gut geeignet. Dann als ersten Schritt fürs Double Cleansing, der ist ja so immer empfohlen worden. Ich habe ihn aber bislang nie im Gesicht verwendet. Von Balea das Reinigungsöl mit Arganöl und das soll sogar für wasserfestes Make-up geeignet sein. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also sobald mein aktueller Yepoda Calm Balm leer ist, werde ich da dann halt auch die Produkte von Isana oder von Balea mal mit einfließen lassen. Und dann sammle ich natürlich und werde euch dann auch ein komplettes Video jeweils dazu drehen, sobald alles dann auch leer ist. Was ich mir für abends überlegt habe als Serum, ist hier von Balea das Vital Plus Ceramid Serum für sehr reife Haut. Ja, vielen Dank. Aber ich finde Ceramide einfach großartig. Ich liebe Ceramide und bin einfach gespannt, wie das so funktioniert. Hier ist natürlich auch allerhand anderes drin an Inhaltsstoffen. Aber ich glaube, dass das ein Produkt sein könnte, was bei mir echt gut funktioniert. Für morgens habe ich mir gedacht, dass ein Vitamin-C-Serum ganz schön wäre. Verwende ich sowieso ja auch immer wieder ganz gerne und dementsprechend passt das. Ich habe jetzt auch aktuell noch ein Ultra-Sensitive-Serum mit Q10 und so in Anwendung für abends, was ich auch sehr gerne mag. Eine Augencreme habe ich mir auch gekauft und zwar die Vital Plus straffende Augencreme mit Calcium und Peptidkomplex. Auch hier dieses Freche mit der sehr reifen Haut, ne? Vielen Dank, ich bin 35, aber ja, hier steht von 30 bis 70, oder? Nee, 50 steht hier, glaube ich. Weiß ich nicht, diese Skala raff ich auch nicht so ganz.
Im Prinzip ist alles für alle geeignet. Also man sollte vielleicht jetzt nicht als Teenager sich Retinol ins Gesicht geben oder so. Das braucht man jetzt echt noch nicht. Aber genau. Dann habe ich mir auch noch für morgens die Beauty Hyaluron Tagescreme gekauft mit 7-fach Hyaluronsäure und Vitamin E. Das ist halt wirklich auch so ein Produkt, was ich als die Schweiz bezeichnen würde. Und da habe ich mir gedacht, das macht definitiv Sinn, mir so ein Produkt dann zu holen. Vor allem, wenn ich das dann ja auch mit einem Vitamin C Serum oder so kombiniere. Und ich lasse die Produkte dann ja auch, bevor ich sie anwende, langsam einschleichen, dass ich die dann ja auch mit den bestehenden Produkten kombiniere und so. Das ist immer so eine wichtige Sache, dass man die Haut auch nicht zu sehr strapaziert, ne? Und dann habe ich noch die Beauty Collagen Nachtcreme mit Peptiden und Acacia Collagen mir gekauft. Auch das fand ich sehr interessant. Collagen ist ja mehr so wie so ein Fettfilm dann quasi, ne? Was dann auch die Haut vor dem Austrocknen bewahrt. Und sowas mag ich. Natürlich musste auch ein Lichtschutzfaktor mit, da habe ich mir dieses UV Protection Fluid mit Lichtschutzfaktor 50 geholt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Nicole Chiquita's Place hat gesagt, dass es sehr gut sein soll. Dementsprechend habe ich mich da echt drauf verlassen. Parfümfrei finde ich auch schön. Und es stand auch bei den Produkten mit dabei, sowohl Tagescreme als auch bei dem Lichtschutzfaktor, dass das dann auch für Make-up-Grundlage ganz gut geeignet sein soll. Das ist mir persönlich auch immer echt wichtig. Und dann habe ich mir noch für Hals und Dekolleté gegönnt. Ja, einfach so ein Hals- und Dekolleté-Creme gedönsen. Da habe ich mir gedacht, ja komm. Das schauen wir uns auch mal im Zuge dessen an, ne? Genau, das sind dann so die Produkte, die dann in dieser Testreihe drin sein werden. Von Denk mit habe ich mir gleich zweimal mitgenommen. Diese Textilerfrischer 3 in 1, dazu habe ich euch sicherlich auch schon was abgedreht. Da habe ich eine Idee, denn ich hasse Bügeln, ich bügel nie und vielleicht wäre das so ein absoluter Gamechanger für mich. Ich weiß, natürlich kann man Wäsche auch einfach ins Badezimmer hängen, wenn man sich so geduscht hat oder so, dass es dann quasi durch den Wasserdampf geglättet wird. Funktioniert nicht immer. Und nicht so intensiv. Und da habe ich mir halt vorgestellt, dass das hiermit ganz gut funktionieren könnte. Habe ich da auch schon bei TikTok gesehen, dass es da mega abgeht und bei anderen sozialen Medien. Und da habe ich mir gedacht, komm, bevor ich jetzt irgendwie ne? irgendwelche Haushaltstipps ausprobiere, die bei mir eh nicht funktionieren. Ich habe sogar einen Steamer mir mal irgendwann gekauft. Ne? Ja, aber der ist nicht gut gewesen. Das war irgendwie ein Billigding von Amazon. Und wenn dieses Ding bei mir zu Hause funktioniert, mache ich Luftsprünge. Als nächstes habe ich mir ein paar dekorative Kosmetikschätze mitgenommen und zwar von Trend It Up gibt es die Limited Edition Feel the Summer. Ein Hydro Refreshing Spray ist da drin. Da waren auch noch viele schöne Nagellacke drin, die habe ich mir jetzt so nicht geholt. Das hier sehe ich persönlich auch so ein bisschen als Fixing Spray. Dann waren auch so Glow Drops da mit drin, Summery Glow Drops. Da weiß ich nicht. Vielleicht kommt das auch einfach mit, wenn wir unseren Mädels Trip haben. Ich fand es aber auf jeden Fall interessant. Es soll ein Highlighter oder Primer sein können. Dann hatten die auch einen Fruity Lip Nectar drin. Ja, das ist einfach so ein Lipgloss quasi. Ich hasse diese Applikatoren, ist gar nicht mein Vibe, ne? Aber vielleicht überzeugt mich das Produkt an sich, ja. Und dann gab es in der LE auch noch hier diese Lidschattenpalette Feel This Summer. Und da habe ich euch sicherlich auch schon einen Look zu geschminkt. Die Farben sehen wir ja außenrum schon. Und das sind auch die Farben, die in der Palette drin sind. Und ich fand die eigentlich ganz schön. Aber auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick fand ich die echt nicht ansprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf den zweiten Blick habe ich mir gedacht, ach komm doch mit. Wir können es mal versuchen, vielleicht überzeugt mich Trend It Up da einfach eines Besseren, weil da kannst du eigentlich schöne Looks mit schminken. Ne? So, ja, jetzt nicht unbedingt diesen Look, aber du kannst halt schön das Blau so nach außen geben, dann das Türkis da so drüber, Highlighter in Innenwinkel. Ich glaube, das kann auf jeden Fall auch was Fancyes werden, ne? Dann habe ich gesehen, dass Art Deco so neue Produkte rausgebracht hat und die fand ich sehr abgefahren. Das ist einmal der Blush Stick, das ist dieser hier, habe ich mir gekauft in der Farbe 2 und den Contour Stick, den fand ich richtig cool, in der Farbe 3. Ich hoffe, dass ich euch dazu auch schon jetzt die Videos verlinken kann, das müssen wir mal schauen, aber fand ich sehr, sehr ansprechend. Muss ich wirklich sagen. Ich finde es auch cool, dass die das Art Deco das so ein bisschen hat, dass die sowohl eine günstigere Schiene dann immer wieder rausbringen und eine etwas teurere Schiene. Ne, dass halt jeder im Prinzip auch die Möglichkeit hat, was für seinen Geldbeutel zu finden. Finde ich sehr abgefahren. Alverda hat hier auch noch eine LE rausgebracht. Da habe ich mir aber nur den Concealer mitgenommen. Und zwar mit Baku Chiol Komplex in der Farbe Soft Ivory. Schade, Schokolade gab leider nur 2 Töne. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr schwierig. Aber immerhin 2. Eine ganze Zeit lang gab es ja auch
vielleicht mal nur so ein oder so. Naja, in der BB-Cream, die getönte BB-Cream, gab es auf jeden Fall nur eine Shade. Und die waren alle schon irgendwie, obwohl es keine Tester waren, ausprobiert. Und das fand ich so ärgerlich, ich habe mich so aufgeregt. Von L'Oreal habe ich mir die neue Volumissime Royale mitgenommen. Die soll 10-mal mehr Volumen geben und nicht klumpen. Da bin ich auch echt gespannt drauf. Also das, ne, kommt alles irgendwie auch zusammen in einem Video, dass ihr da auch mal so ein bisschen intensiver den Einblick bekommt. Dann hat Nicole auch hier von diesen Knallprodukten so geschwärmt. Da habe ich mir dann einmal die Hydro-Körper-Lotion mit Bio-Aloe Vera mitgenommen. Fand ich sehr, sehr nice. Und Clean Beauty, Bio-Lotusblüte und Bio-Jojoba. Da hat sie ja echt gesagt, das ist total klasse und so weiter und so fort. Ja, dann vertraue ich ihr mal und hoffe, dass es auch sehr, sehr schön reinigt und pflegt. Oh, das riecht wirklich gut. Riecht auf jeden Fall intensiver als diese Body Lotion, aber halt eher so in die grüne Richtung. Ne? Von Evelyn gibt es eine Pinsel Limited Edition. Da habe ich mir mitgenommen den Blenderpinsel, den Puderpinsel und auch den Rougepinsel. Ja, sehr schöne Verpackung. Die Pinsel an sich finde ich auch immer relativ gut und kann mich da auch nicht so drüber beschweren. Dementsprechend wollte ich die auf jeden Fall mal ausprobieren. Achso, das wollte ich euch auch zeigen. Dieser Puderpinsel hat nämlich ein... Der Rougepinsel auch, upsala, die haben so eine Blumenform oben drauf. Das fand ich auch so schön. Ja, ich weiß nicht, ob man damit besser Puder auftragen kann. Das sieht auf jeden Fall süß aus, ne? Ja, komm. Es ist schon süß. Es ist auch weich, also es fühlt sich echt gut an. Ja, den habe ich euch gerade gar nicht gezeigt, glaube ich, oder? Den Toner. Da gibt es auch gerade irgendwie einen neuen, den habe ich mir jetzt auch wieder bestellt. Beauty Expert Hydration Toner mit Panthenol und Allantoin, also ein hautberuhigendes Produkt. Und da gibt es jetzt auch irgendwie eine neuere Version von so einem Milky Toner, der ja mega gehypt ist und hast du nicht gesehen. Bin ich gespannt drauf, werde ich auch ausprobieren. Jo. Ist flüssig, ein Toner halt, ne? Kann man ganz gut dann für die Gesichtspflege gebrauchen. Die beiden werde ich euch auch nochmal irgendwie intensiver zeigen können. Das ist ein Fragrance Body Mist von Ivy and Lane. Einmal in der Farbnuance Wild Pink und in Coconut Blush. Und die sollen an andere erinnern. Eins davon habe ich jetzt auch gerade drauf. Weiß ich nicht, das riecht sehr, sehr blumig tatsächlich. Sehr angenehm jetzt so. Also ne, nur jetzt hier vom Schnüffeln, jetzt noch nicht vom Sprühen. Und das riecht sehr süß, blumig, auch sehr interessant. Also, ne, draußen geht gerade die Welt unter, läuft, wow. Waren auch sehr gehypt, waren sehr hervorgehoben und deswegen wollte ich die dann einfach auch mal zum Ausprobieren mitnehmen. Ich bin auch immer mehr in diesem Duftgame drin, das werdet ihr jetzt auch bei diesem Haul sehen. Ich gucke einfach zu viel YouTube und zu viel Instagram und zu viel TikTok und da sehe ich dann halt auch immer wieder so Alternativen und oh mein Gott und ich feiere es total. Ich verwende auch wirklich immer mehr Parfum und ich finde es so, so angenehm, weil ich halt nicht, ich verwende ja nicht diese super schweren, krassen, aufdringlichen Düfte, sondern ich habe so ein bisschen immer nach Mut, ne? Je nachdem, wie ich mich gerade fühle, dass ich da auch meinen Duft dann verwende und es macht mir einfach Freude, es hebt meine Stimmung. Deswegen fand ich es ein bisschen witzig, als ich dieses hier gesehen habe von Larive, das ist For Women Solaire. Oder Solare. Also das hat mich an einen Duft erinnert, den ich mir letztens erst noch gekauft habe, jedenfalls optisch. Und ja, da wollte ich dann einfach mal gucken, ob das dann auch vom Duft her dem entsprechen könnte. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Mal gucken mit der Nase, ob das auch diesen wunderschönen, ganz bestimmten Sonnencremeduft hat. Es riecht absolut nach Sommer. Und ja, es riecht auch so schön cremig. Sehr, sehr geil. Dann tut es dann nämlich nicht so weh, wenn man halt beide Düfte quasi da hat, ne? Die dann auch aufzubrauchen, finde ich persönlich. Naja, aber das ist immer eine persönliche Empfindung, da kommen wir, wie gesagt, gleich noch zu anderen Sachen. Wobei ich auch manchmal denke, dass solche günstigen Geschichten auch immer eine gute Möglichkeit sind, um überhaupt für sich herauszufinden, ob man den Duft selber mag. Denn meistens sind die günstigen Nachbarn davon jetzt ja nicht so lang anhalten, wie das die andere Nachbarin wäre. Und dann hat man hier quasi die Möglichkeit, für einen sehr schmalen Taler einfach zu gucken, ob man mit dem Duft selber überhaupt klarkommt, ne? Manchmal sind die ja auch ein bisschen unterschiedlich. Nun, ja, machen wir weiter mit Rossmann. Da habe ich mir einmal das Haaröl von Isana geholt, 2-in-1 intensiv. Ich bin auf der Suche nach guten Haarölen. Ich habe eigentlich meins gefunden, aber ich schaue immer weiter nach links und rechts, denn das, was ich habe, ist gar nicht mal so super günstig. Und wenn das funktioniert, dann freue ich mich halt. Ne? Dann freue ich mich, wenn ich eine günstige Alternative in der Drogerie finde und das soll sogar einen Hitzeschutz mit dabei haben. Den hier habe ich mir eigentlich eher so für die 90er-Party-Mädelsreise geholt und zwar von Riva Loves Me Hit the Beach Limited Edition.
Das ist ein Freckles Pen, also ein Sommersprossenstift. Und ich finde, die 90er, die haben schon was mit Sommersprossen und niedlich und gleichzeitig aber auch richtig knallebunt. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein 90er-Look. Ich glaube, da werde ich mir so ein Neon, vielleicht sogar was Grafisches schminken. Ich weiß es noch nicht. Wird auf jeden Fall abgefahren. Verfolgt mich gerne, falls das nicht sogar schon war. Vielleicht war das schon. Ich werde euch dazu aber auch auf jeden Fall noch so einen kleinen Vlog mitdrehen und ja, auf Instagram werde ich euch da sicherlich auch mitnehmen. Ich freue mich schon mega, mit den Mädels loszufahren. Und dann habe ich hier aus der Hit the Beach Edition die Eyeshadow-Palette mitgenommen. Da gab es letztes Jahr auch eine Limited Edition, die auch solche, so eine Palette, die hatten so eine Palette, Mensch, reden. Aber hier finde ich halt die Farbauswahl noch besser, die ist noch zugeklebt, okay. Wir haben hier einen richtig hellen Ton drin und dann zwei etwas dunklere Schimmertöne und zwei etwas dunklere matte Töne. Und ich glaube, damit kann man so schöne Looks schminken. Ja, diesen Estrid-Rasierer habe ich mir im Prinzip von Mello Flori, von Melli empfehlen lassen. Sie hat nämlich gesagt, dass der großartig sein soll und ich, ne, also sie hat es jetzt nicht so gesagt, dass ich den unbedingt kaufen muss oder so, aber sie hat halt ihre Erfahrung davon berichtet und das hat mich so inspiriert, dass ich mir den geholt habe, den aktuellen, den ich habe, mag ich nicht so gerne und ich habe mir gedacht, vielleicht haben die Damenrasierer-Fraktionsgeschichten jetzt auch mal so langsam nachgelegt und haben dann auch vernünftige Rasierer auf dem Markt, denn bislang habe ich immer Männerrasierer verwendet und ja, den werde ich jetzt dann demnächst mal in Anwendung nehmen und ich freue mich auch schon drauf, mit Estrid mich zu rasieren. Also ich benutze zwar mein IPL-Gedönsen, ne, aber es gibt halt Stellen an meinem Körper, die ich halt immer noch mit einem Rasierer rasiere und ich bin auch nicht komplett durch das IPL haarfrei. Ne, also ab und an muss man dann noch rasieren. Also ich. Dann habe ich mir natürlich noch einen Larif-Duft mitgenommen und zwar Elixier. Der stand da sehr präsent rum und hat mich angesprochen. Ne? Sah sehr schön aus in dieser schönen Verpackung und hat auch eine Inspiration von mitgegeben und so. Und ja, das fand ich schon sehr abgefahren wie aus einer anderen Dimension. Und ich finde auch, dass die Flakons von Larif sich immer mehr machen. Oh, da kommt jetzt hier schon der Duft raus und draußen geht immer weiter die Welt unter. Uiuiui, uiuiui. Es könnte ein Nachbar sein. Aber der wohnt schon ein paar Häuser weiter. Das ist jetzt nicht direkt nah dran. Aber schon sehr inspiriert, das muss man wirklich sagen. Da muss man vielleicht einfach mal gucken. Vielleicht ähnlich wie bei dem Elegant Vibes von Larif ist das eine Geschichte, wenn einem der Originalduft, sage ich mal, zu schwer ist, zu intensiv ist. Könnte das eine etwas mildere Variante für einen sein, der dann gegebenenfalls nicht so unbedingt Kopfschmerzpotenzial hat und nicht so präsent ist. Ne? Vielleicht mag die ein oder andere ja den Duft oder der ein oder andere, aber man mag es nicht so gerne, einfach überall direkt wahrgenommen zu werden. Und dann ist sowas eigentlich eine ganz gute Alternative, weil meistens haben diese Larif-Düfte halt auch zum Beispiel nicht so einen hohen Anteil an, keine Ahnung, Parfümölen oder sowas, sodass die Duftintensität zwar von einem Eau de Parfum ist, aber nicht von so intensiv wie, ne? Wow, das ist so schwer, sowas zu beschreiben, ohne irgendwie Dupe oder sonst irgendwas zu sagen. Wobei das ja meine persönliche Meinung ist und hier ist ja nichts bezahlt. Aber gut. Dann habe ich mich so gefreut, dass ich Herbal Essences wiedergefunden habe. Das ist so mein... Alter, ist es draußen laut. Ihr hört es auch, glaube ich, im ne? Boah. Also, das ist so mein... meine Haarpflege der Jugend. Da gab es diese Werbung, wie diese Frau unter dem Wasserfall stand und sich da einen zurechtgestöhnt hat und diese Produkte halt verwendet hat. Und ich habe sie ständig verwendet. Das Ding ist, dass sie halt bei mir irgendwann, ich habe sie zu viel verwendet. Meine Haare, ich habe halt noch nicht gewusst, dass man bei Haarprodukten immer am besten immer mal wieder so wechselt, dass die Haare sich nicht zu sehr dran gewöhnen. Ne? Und ja, das hier werde ich aber demnächst mal verwenden und ich freue mich drauf. Da habe ich mir die Argan-Ölreihe mitgenommen. Da gibt es, ich glaube, drei unterschiedliche, auch noch irgendwie eine mit Rose, aber da gab es halt keine Maske zu. Das riecht schon gut. Ja, riecht schon gut. eine Rosenreihe, ich glaube, war das eine Kokosreihe oder eine Aloe Vera? Ich weiß es nicht. Auch eine sehr hydratisierende Geschichte war da auch mit dabei. Und dann habe ich mir noch das Shampoo mitgenommen und die Spülung. Ich feiere es einfach so sehr. Also manche Sachen, ich kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Die, wenn man die halt in gewissen Zeiten verwendet hat und sich daran zurückerinnert, das ist halt so, geht einem das Herz auf. Riecht gut. Mag ich wirklich, wirklich. Also das verwende ich dann gerne unter der Dusche.
Ja, und zu guter Letzt bin ich dann ein bisschen fremdgegangen, denn ich war dann beim Müller. Bei uns hat nämlich ein Müller eröffnet, der ist direkt gegenüber vom Rossmann. Also bei uns sind DM, Müller und Rossmann jetzt ganz nah beieinander, was positiv für die Konsumenten ist, weil wir dadurch dann natürlich damit rechnen dürfen, dass die Preise auch mal niedriger sind und die sich gegenseitig gerne die Preise um die Ohren hauen werden. Aber es ist halt wirklich, die Frage ist wirklich, braucht man in einer wirklich in Kleinstadt, die wir hier so sind, drei Drogeriemärkte und das so nah beieinander eigentlich nicht, ne? Also die Frage hat mir nämlich auch jemand aus der Verwandtschaft gestellt und das stimmt tatsächlich auch. Aber na, egal, ich habe mich drüber gefreut. Ich war aber tatsächlich auch ein bisschen lost, als ich da in den Müller gekommen bin. Und ich fand es hart, wirklich hart, gegenüber vom Rossmann dort halt so einen Laden zu haben und dann so ein Schild aufzustellen. Hier könnt ihr oder können Sie auch ausgedruckte Gutscheine oder Papiergutscheine, stand da, von DM, Rossmann und Douglas über 10% einlösen. Fand ich hart. Bin ich ehrlich? Fand ich richtig hart, weil das ist halt alles so nah beieinander. Nun, aber gut, Müller möchte sich hier auch noch ein bisschen positionieren. Ich habe mich, wie gesagt, etwas lost gefühlt, muss das wahrscheinlich noch etwas besser kennenlernen. Muss auch sagen, dass ich jetzt die Auswahl, die dort war, nicht so mega bam fand. Klar hast du da wie so eine Drogerie und Douglas halt als Kombinationsgeschäft über drei Etagen und dann noch Spielwaren mit dabei. Aber ich fühle mich wohler, bin ich ehrlich, sowohl in unserem DM als auch in unserem Rossmann. Was natürlich auch mit der Gewohnheitsgeschichte zusammenhängt, ne? Aber vielleicht wird mich Rossmann in Zukunft eines Besseren belehren. Ich weiß es wirklich nicht. Gut, da habe ich mir mitgenommen, stand da auch in einem Riesenaufsteller, For Woman 350 Prestige Pink Eau de Parfum. Ich habe keine Ahnung, wovon das der Nachbar sein soll. Ja, ich habe die Düfte dort auch gerochen. Ich habe auch nicht alle mitgenommen. Und ja, mal gucken, wie der so riecht. Also hier haben wir auf jeden Fall den Flakon, ne? Der sieht relativ entspannt aus. Ja. Ne? Kommt erstmal Alkohol hier natürlich raus. Zitrische Noten haben wir mit dabei. Das könnte ein schöner Sommerduft halt sein. Ein bisschen frischer ist der unterwegs. Muss man mal gucken, wie der dann auch auf der Haut wirkt. Weil ich habe den natürlich auch nur an einem Duftstäbchen oder so da probiert und jetzt nicht auf mich direkt aufgesprüht. Weil da wäre ich dann wahrscheinlich umgefallen. Ich fand schon heftig, als ich dann irgendwann später in mein Auto gegangen bin und nach Hause gefahren bin. Nur durch das Testen an meinen Händen dann quasi, wie das alles gerochen hat. Ja, den muss ich halt, wie gesagt, nochmal ein bisschen intensiver ausprobieren. Den fand ich ganz interessant, weil das Original dazu kenne ich nicht. Dann habe ich den ausprobiert und ich fand den Duft sehr, sehr, sehr ansprechend, als ich den im Laden gesprüht habe. Auch das ist ein Duft, den ich wahrscheinlich auch wie den 350er Prestige, 15er, keine Ahnung, würde ich bei meiner Mama sehr sehen, weil die halt auch so sportliche Düfte trägt, ne? Die ist da so ein bisschen, was ihre Duftkomposition angeht, etwas anders als ich. Ja, der hat aber auch irgendwas Gemütliches mit dabei. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also der hat was Gemütliches im Sinne von vielleicht eine leicht holzige Note mit dabei. Aber der ist vor allem erstmal ein frischerer Duft, ne? Ja, und das in der Packung zu riechen ist natürlich auch immer eine andere Kiste als am Körper, aber ich wollte mir jetzt nicht alles aufsprühen. Aber den mochte ich richtig gerne, mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Den finde ich sehr schön, weil der mich halt einfach an meine Mama erinnert. Keine Ahnung. Ja, weitergestöbert hat sie und hat noch was. Ich habe viel zu viele Duschgele in letzter Zeit gekauft. Weißt du, wenn du einmal den Boden von deinen Backups erreicht hast, dass du halt quasi kein Duschgel mehr hast, dann bist du so irre und kaufst wild um dich drum zu, wenn man ich ist. Ich brauche ungefähr einen Monat, um so ein Teil aufzubrauchen. Naja, ich habe jetzt erstmal Duschgel-Kaufverbot. So, das ist eine Limited Edition von Frosch. Das fand ich einfach interessant. Sensitive Dusche, Hibiskusblüte, Summer Feeling. Ja, komm. Ja, komm. Jetzt lass mal hier ein bisschen die Kirche im Dorf und sei freundlich. Hibiskus kommt hier sehr intensiv raus. Wer war denn noch mit... Du warst auch mit Hibiskus, ne? Also das hier ist dufttechnisch ein Pups dagegen. Das ist ja unglaublich. Das riecht richtig geil. Wirklich geil. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, aber ich bin halt auch so eine... Unter der Dusche rieche ich, also weißt du, an manchen Stellen des Körpers will ich halt keine Parfümstoffe haben, aber wenn ich unter der Dusche stehe und dieses Hm habe, dann will ich auch dieses Hm-Gefühl bekommen, ne? Ja, dann hau raus mit den Duftstoffen. Ich habe Duschgel-Kaufverbot ab jetzt.
ich weiß nicht, ist vielleicht noch irgendein Duschgel zu mir unterwegs? Ich hoffe nicht. Ich fand das süß. Spritzige Pomelo, lass Platz im Kopf für Träume und Flausen. Denn das ist von Mr. und Mrs. Panda. Die gab es ja damals auch im DM. Gibt's ja nicht mehr irgendwie. Also habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich war sehr happy, als ich das in Müller stehen sehen habe. Und deswegen musste das mit. Ich weiß gar nicht, wonach das riecht. Ich habe es einfach eingepackt, weil ich diesen Pinguin so süß finde. Ne? Oh, das riecht sehr obstig. Fruchtig, sommerlich. Ja, ne? Wow. Und dann habe ich noch mitgenommen ein Deo von Aveo, das Antitranspirant Ultra Protect 6 in 1. Was man sonst immer so liest, ne? Wollte ich mal gucken, ob das bei mir wirklich so gut funktioniert und dann wirklich auch schwarz und weiß Kleidung, schwarze und weiße Kleidung in Ruhe lässt. Dann habe ich noch für Julius was mitgenommen, weil ich ein bisschen verzweifelt war, als ich oben in der Kinderabteilung war. Dann habe ich einfach Feuchttücher mitgenommen. Ja, und wir brauchten halt auch welche Beauty Baby Feuchttücher Aquasoft Sensitiv mit 99% Wasser läuft. Möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da war ich ein bisschen überfordert. Welches nehme ich jetzt mit? Ich habe diesen leeren Ball mitgenommen, weil Julius total auf Bälle zurzeit steht. Und da hat er so seine Sachen und kann daran rumdrehen. Das ist bunt, es blinkt, glaube ich, auch ein bisschen. Und ich glaube, der wird das innerhalb von 2 Sekunden kaputt kriegen. Aber es ist cool. Und ja, ich glaube, der findet es toll. Ein Roll- und Lernball von Toy Place. Okay, und dann wollte ich eigentlich gerade gehen und habe dann irgendwie doch noch irgendwie meinen Rückweg durch die Parfümabteilung gemacht. Und dann stand da so ein Schuh, Miss Fashionista. Ja, fand ich abgefahren. Fand ich wirklich abgefahren. Und das ist ein Geschenkset, was super günstig war. Und da hast du nämlich eine Bodylotion mit dabei, dann hast du eine kleine Version von dem Parfum und das Parfüm an sich. Und ich fand den Duft, ja, er roch jetzt nicht super teuer, hochpreisig, hast du nicht gesehen, aber ich fand den schon gut. Ne? Interessant finde ich wirklich diese kleine Geschichte, die ist dann für die Handtasche ganz gut geeignet. Also wenn man halt wirklich auf blumige Düfte steht und solche Schuhe geil findet, so wie ich, dann ist das vielleicht eine ganz gute Geschichte und sieht auch ganz nice zwischen anderen Schuhdüften, die man so hat, aus. Da hat ja auch Jorge González, das findet man zum Beispiel im Rossmann, glaube ich, ne? So welche rausgebracht. Dann gibt es ja von Carolina Herrera. Kennt ihr noch weitere solche Schuhdinger? Ich feiere die halt total, ne? Und ja, ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal mein Haul gewesen und das war doch sehr, sehr viel. Aber ihr seht, ich habe für so viel Content geplant und ja, bin einfach froh, dass ich euch da einfach viel immer wieder präsentieren kann, zeigen kann und dass ich meine Passion jetzt für Düfte gefunden habe, lässt mein Geldbeutel etwas weinen, um das mal so zu sagen. Aber es gibt so coole Düfte und Produkte in der Drogerie, dass es schade wäre, wenn man sie nicht ausprobieren würde, oder? Genau, ja, so, ihr Lieben, ne? Schön, dass ich mir selber gerade zugestimmt habe. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Produkt aus den Drogerien generell ihr zuletzt gekauft habt oder was euch so super krass gerade interessiert, was ich vielleicht mal testen soll. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.